Und er leuchtet. Wir sollten... Sie erwartet euch. Fragt sie nach unserem Buch. Nicht weiter, bitte. Noch ein Schritt und ich verschwinde. Dieses Mal für immer. Ich nehme an, ihr wisst, was das ist. Ich habe gewaltige Mühen auf mich genommen, um dieses Portal zu finden und es zu aktivieren. Gebt mir keinen Grund, es zu benutzen. Ihr werdet keine Möglichkeit haben, mir zu folgen. Zu einem anderen Ort, jenseits dieser Welt und jenseits des Nichts. Doch dieses Portal kann nur noch ein weiteres Mal benutzt werden. Selbst das zu erreichen war schwierig. Ich bin geblieben, um zu sehen, ob ihr es wirklich seid. Ich musste es wissen. Sagt mir, warum seid ihr hier? Ihr habt also so lange Jagd auf mich gemacht, um mir eure Hilfe anzubieten? Ich werde euch nie verstehen. Und ihr werdet mich nie verstehen. Ja. Ich vermute, das haben wir. Ich wüsste nicht einmal, wo ich mit den Erklärungen anfangen sollte. Mein Plan ist, von hier zu verschwinden und das Kind auf das Kommende vorzubereiten. Aber eine solche Vorbereitung erfordert Zeit und Macht. Wenn ich Erfolg haben will, brauche ich beides. Ich wage nicht, noch mehr zu verraten. Nicht einmal euch. Es ist in Sicherheit und für euch nicht zu erreichen. Alles, was ihr wissen müsst, ist, dass das Kind vollkommen unschuldig ist. Es weiß nichts von dem Schicksal, das es erwartet. Dann gestattet mir, euch eine Warnung zu geben. Es ist Flemeth, vor der ihr euch vorsehen solltet, nicht ich. Wenn ihr auf jemanden Jagd machen wollt, dann auf sie. Ich dachte, ich wüsste, was Flemeth plante. Ich dachte, sie sehnte sich nach Unsterblichkeit. Aber ich lag falsch. Vollkommen falsch. Sie ist keine Blutmagierin, keine Abscheulichkeit. Sie ist noch nicht einmal ein echter Mensch. Das Ritual war nur ein Mittel zum Zweck. Ein Vorbote für das, was kommen wird. Der Welt steht ein Wandel bevor. Viele fürchten den Wandel und werden mit jeder Faser ihres Wesens dagegen ankämpfen. Doch manchmal ist der Wandel das, was sie am dringendsten benötigen. Manchmal ist der Wandel das, was sie befreit. Was ich will, ist jetzt unwichtig. Ich darf nicht länger zögern. Es ist Zeit für mich zu gehen. Ich wünschte, das wäre möglich. Aber ihr wisst nicht, was ihr verlangt. Ich kann nicht zulassen, dass ihr dieses Opfer bringt. Es gibt noch eine letzte Sache, von der ihr wissen solltet. Ich schenke euch etwas. Ihr findet dort das Buch der Dalish und etwas, das euch sehr interessieren dürfte. Lebt wohl, meine Freundin.